Das Radar zeigt an, dass sich das Zentrum der Rotation direkt über Tim befindet. Wenn sich ein Twister bildet, dann hier. Wir sind dort, wo das Hakenecho herkommt. Wir müssen vorsichtig sein. Wir fahren genau auf die Zirkulation zu. Was meinst du, eher südlich? Ich sehe nichts. Halt die Augen auf. Die Windrichtung im Niederschlagskern ist der einzige Hinweis auf eine mögliche Tornadobildung. Der Wind hat gedreht. Das Ding zieht jetzt immer mehr nach Süden. Es ist gut möglich, dass wir jeden Moment auf die Aufwindzone stoßen. Eben zog das Zirkulationsgebiet nach Norden. Und jetzt bewegt es sich in diese Richtung. Behalt trotzdem den Norden im Auge. Entsteht in einer Superzelle mit einem starken Niederschlagsfeld ein Twister, ist er meist von Regen umhüllt. Tornadojäger nennen dies Bärenkäfig. Und ihn zu betreten ist sehr gefährlich. Der Wind kommt wieder aus Süden, also von deiner Seite drüben. Siehst du was? Nichts. Pass weiter auf, dort kommt der Hagel her. Eine undurchdringliche Regenwand. Null Sicht. Wir sind jetzt mitten im Bärenkäfig. Da formt sich ein Trichter vor uns. Ein Tornado direkt vor uns. Wir halten an. Wir fahren langsam weiter. Er darf uns nicht erwischen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Er wird größer. Das ist ein gewaltiger Tornado. Er ist echt riesig.